Ich begrüße heute Folge Final Fantasy 12. Am Ende des letzten Parts wollten wir eigentlich den guten Kollegen hier erledigen, aber das hat nicht wirklich funktioniert und deswegen habe ich meine Versuche, den umzubringen, auch gar nicht erst mit reingeschnitten. Ich werde es jetzt einfach normal probieren. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das irgendwie funktionieren wird. Das Ding ist halt einfach, dass der... Oh, ich sehe gerade die PS4-Pumpe wieder zu laut, deswegen kann man das gerade in der Aufnahme hören. Moment, ich muss mal ganz kurz irgendwie hier... das kann jetzt ein bisschen laut werden, so. Okay. Das Ding ist halt, der heilt sich immer und das ist das Problem bei dem Kampf die ganze Zeit eigentlich gewesen. Deswegen konnte ich halt nicht wirklich gegen den ankommen. Aber das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Wenn wir es mal probieren. Weil ich jetzt von Beginn an ein besseres Team habe und das eventuell halbwegs funktioniert. Ich hoffe es zumindest. So, ich würde ganz gerne wieder mit Warn eigentlich spielen, aber Ash ist gerade auch nicht geblockt, dass ich hier raus rausnehmen könnte kurz. Warum ist jetzt die ganze Zeit geblockt? So, wir können mal ein paar Mistrons machen. Warum denn nicht? Er hat schon die Hälfte ungefähr weg. Also ja, das Ding ist halt, wie gesagt, der kann sich halt die ganze Zeit so ein bisschen dumm heilen. Und das kann halt wirklich nerven. Aber mal gucken, wie das hier wird. Also das letzte Mal habe ich nicht wirklich hingekriegt, weil mein Team die ganze Zeit irgendwie auch schlecht eingestellt war, was weiß ich. Deswegen, ich habe es gar nicht erst gezeigt, weil es lohnt sich nicht zu zeigen, weil es halt wirklich nicht gut war, der Versuch. Deswegen habe ich es gar nicht erst gezeigt, aber vielleicht wird das ja jetzt was gegen den. Ich weiß es nicht, wir können es probieren. Und wenn nicht, wir haben noch ganz viele Möglichkeiten. Ich habe nämlich nachgeschaut, wie wir... Oder ob es wirklich so ist, wie ich es vermutet habe. Und ja, der Schlüssel, der im letzten Part in den Lusumin dem einen Jungen runtergefallen ist, den können wir jetzt wirklich an der Fohnküste quasi aufsammeln. Oder bekommen, wie auch immer. Ich weiß nicht wo, wie, was, von wem, aber es geht jedenfalls irgendwo dort. Deswegen will ich mir das heute auch mal angucken. So. Ja, das ist nicht so klug eigentlich, die ganze Zeit Seelenmarterer zu machen. Oder Marter, wie auch immer. Ein bisschen was anderes wäre jetzt sehr, sehr gut. Ja, rote Hydra. Ja, ich hätte halt das ein bisschen durchmixen sollen. Weil die ganzen Einser-Dinger bringen halt nichts. Die bringen einfach nichts. Ja, Höllenzyklone schon besser auf jeden Fall. Höllenzyklone schon besser, lieber Waren. Da kannst du ein bisschen mehr mitmachen. Da. Ja, sehr gut. Todesfraktur. Geil. Ein Stufe 3 Dingens. Mist-Tech Dingens. Bummens. Das wird sehr gut werden, glaube ich. Hoffe ich, wie auch immer. Okay. Es läuft, und es läuft. Hoffe ich zumindest. Irgendwie so halb. Zumindest in Sachen... Oh Gott! Zumindest in Sachen Mist-Techs. Oh Gott, das ist hier krass gerade. Ich bin mega angespannt. Weil ich irgendwie so gerade die Hoffnung habe, dass wir es eventuell schaffen könnten gegen den jetzt. Weil ich auch vielleicht mit den ganzen Mist-Dingern jetzt hier ein bisschen Schaden mache. Ich weiß es halt nicht, wie stark das ja das gerade ist. Und auf wie viel Schaden wir zugehen. Oh Gott, sehr macht das halt nix. Aber okay. Und ihr habt gerade schon gesehen, wie schnell die Leiste unten weitergeht. Ich schätze mal, wenn jetzt nicht dann direkt irgendwas dasteht, kriege ich jetzt in der Runde nichts mehr hin. Also niemals irgendwie... Nein! Ja, das war's. Hat nicht mehr funktioniert. Das hat jetzt lange gebraucht. Egal, was soll's. Was soll's. Und wie viel Schaden macht das jetzt? Wir haben Luminescence. Ja, ich glaube, das ist relativ okay gewesen. Aber ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Man bekommt halt auch vom Spiel kein Feedback. Hey, das ist... Oh, da stand gerade eine Schadenszahl da. Oh, das wusste ich gar nicht, dass das Spiel das einem anzeigt. Das ist ja cool. So, wir gucken mal, dass wir den jetzt irgendwie down bekommen. Der heilt sich jetzt. Ja, wie viel? Da, wie viel er sich einfach geheilt hat. Das ist mega uncool. Das ist mega uncool. Wie viel er einfach heilen kann. Und jetzt haben die TP-Sturz wieder.
Nein. TP-Sturz ist halt mega uncool. Nein, Penelo, heil! Steinstufe 4, oh Gott. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut nicht. So. Was hat eigentlich Erkan für Lanze ausgerüstet? Die beste, okay. Ah, das ist... Ja, nur Schild. Ja, das ist... Hm. Ja, ich habe halt nichts Besseres momentan. Hm. Doof. Jetzt sind wir halt wieder am... Oh, das war gut. An einem doofen Punkt. Weil... Jetzt hier alles am Ausrasten ist, so ein bisschen... Moment. Kommt mal. Ich kriege jetzt echt nicht raus. Ich würde ganz gern. Kann ich Ash bitte mal austauschen wieder? Das wäre voll super. Kommt mal. So, du kannst nicht Perseus, oder? Nee. Dann musst du das bitte machen. Jetzt haben einfach alle Leben. Ernsthaft. Gott, gefällt mir das hier gerade gar nicht, was hier passiert. Ich würde ganz gern gleich mal auf die gehen. Oh, jetzt ist Ash eine Statue, sehr gut. Ich würde ganz gern mal, oh hi Basch, auf die jetzt gehen. Auf die Gruppe gehen, wo halt noch meine Leute noch kein Mystron ausgeführt haben. Deswegen... Ja, kann ich ja gerade nicht wechseln. Ich müsste halt Ash und Penelo austauschen. So, warte mal. Ash kann jetzt nicht mehr. Super. Wie viel... Er hat wieder geheilt, der Pisser. Mann, es kotzt mich an. Es kotzt mich einfach an. Warum kann ich die ganze Gruppe jetzt eigentlich gar nicht austauschen? Ach, Penelo ist... Nee, sie ist versteinert. Uncool. Ach, Mann. Wo ist meine Goldfeder? Oder was auch immer. Goldnadel. So, ja, Basch ist ja egal zum Austauschen. Okay, er ist schon mal tot jetzt, nicht mehr? So, Penelo... Nein, nicht Basch tot! Nein, uncool! Mann... Ja, okay. Raus, raus. Rein. Jetzt machen wir ein bisschen Action mit Mystrons, habe ich gehört. So. Der hat doch kaum mehr was. Vielleicht kann ich ihn damit jetzt umbringen. Ich hoffe es doch mal. Wenn nicht, wäre das ziemlich doof. Ich habe insgeheim die Hoffnung, aber... Mal gucken. Der Part geht ja schon wieder 8 Minuten. Ich wollte es gar nicht lang probieren eigentlich. Aber ich habe halt gerade eine kleine Hoffnung. Jetzt wo... Ja. Wir ihn gerade schon fast tot haben und wir jetzt mit Mystex raushauen. Das haben wir glaube ich noch nie im Part gesehen. Kann das sein? Deswegen haben wir was Neues gesehen. Cool, Todeshauch. Ich habe es auch glaube ich selbst noch nie gesehen. Glaube ich zumindest. Deswegen, das Neue ist für mich auch mal cool. Oh, ich bin mir so angespannt gerade. Ich will es einfach nur hinkriegen. Den jetzt schon zu besiegen. Ja, mach einfach Irrlichter. Dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe gerade. Oder gleich, wie auch immer. Oh, ich habe so Angst. Halt schon ein krasser Kampf einfach irgendwie mit
Da war noch Mistpurz. Nein, nein! Da war noch Mistpurz. Ich hab's verdrückt. Ja, das wird ihn nicht umbringen. Niemals. Das war viel zu wenig Zeug. Das wird auch. Ja, super. Er ist nicht mal annähernd angetouched jetzt hier. Wie viel Schaden machen meine Leute? Wir können es mal probieren. Ja, nee, das wird nix. So, weg mit dir. Eishaar. Ja, Wasch macht absolut keinen Schaden. Wasch ist eigentlich nicht Mist, aber ich kann es schwer nicht austauschen. Okay, er ist zu Stein geworden. Dankeschön, Basch. Ich liebe dich gerade ein bisschen dafür. So. Oh Mann. Ja, jetzt bin ich an der Phase, wo einfach alle sterben, die ganze Zeit und nichts mehr machen kann dagegen. So, ja, das. Den kriegen wir eh nicht. Och Mann. Och Mann! Ja, super. Super. Ach ja, das kann ich vergessen. Und dann ein Ether noch hinterher, auch wenn es nichts bringt. Ja, super. Ja, das können wir vergessen, jetzt schon zu besiegen. Das haben wir eh nach dem letzten Part schon klar. Aber wir hätten es fast geschafft. Ich wollte es halt nur probieren. Lasst mich doch. Mann, oh. Es ist auch dumm. Ja, das war aber eh klar. Das war mir schon klar. Ich wollte es doch nur mal probieren. Lasst mich doch mal probieren. So, und jetzt hat sie wieder ihre dumme Rüstung an. Jetzt regnet es sogar hier. Da ist er gar nicht da. Das ist auch witzig. Das war vorher nicht so. Ja, okay. So, wo ist denn der... Wo ist denn der Kristall hier? Wo ist denn... Der ist da oben. Haut mal, ich musste doch auch in den... Sohen Höhenpalast. Der ist da oben. Da gab es ja auch irgendein Monster. Das würde ich mir jetzt mal zu Beginn des Parts angucken. Wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind... Da komme ich auch am Teleportkristall vorbei für mal ein bisschen Heilung und so. Ich nehme alle mit für ein bisschen mehr EP und was weiß ich. So. Ja, ja. Den probiere ich, wenn ich auf Stufe 45 mit allen bin. Mach mal, wie sieht es denn aus? Ja, mit denen hier halt. Die anderen beiden sind ja schon auf 48. Weil ich die doch permanent in meinem Team habe, aber ich mag die zum einen und zum anderen sind sie auch beide sehr wichtig. Pinedo ist einfach eine sehr geile Heilerin und Varn ist halt ein guter Angreifer einfach insgesamt. So. Und Ashe habe ich ja inzwischen auch relativ lieb gewonnen. Ich soll ja vielleicht einfach mehr mit den ganzen Buffs und sowas arbeiten. Vielleicht... würde das alles auch besser funktionieren. Wir haben die ganzen Zauber, die ganzen Buff-Zauber und so, aber ich habe einfach in dem Spiel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Spiel immer so das Gefühl, dass mir die alle eh nicht so viel bringen, die ganzen Zauber zum Buffen. Was weiß ich, Protest und was es alles nicht noch gibt. Irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht ist es einfach ein dummes Gefühl und es stimmt gar nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht, es kommt mir so vor, als würde es mir insgesamt gar nichts bringen. Das ist bestimmt komplett eine Fehleinschätzung, die einfach absolut keinen Sinn ergibt, aber es ist halt so in meinem Gefühl drin. So, jetzt sind wir eh schon mal auf der Steppe hier im Cheetah-Hochland, also es ist keine Steppe, sondern es ist ein Hochland.
Und dann können wir auch gleich zur Fronküste von hier aus gehen. Denn da wollen wir ja eh hin, um den Schlüssel für Illusomin zu holen. Die wir auch noch erkunden müssen, den Bereich dann. Den neuen Bereich. Ja, kriegen wir alles hoffentlich irgendwie nächsten Parts noch hin. Ist ja einfach schon Parts 94, der ja gerade, oder? Oder ist 93? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube 94 sogar schon. Wir haben bald die 100 Parts voll. Und ich habe noch lange kein Ende in Sicht in diesem Spiel. Oder ich sehe noch lange kein Ende in Sicht. Hä? Was machst du denn hier? Okay. Wahrscheinlich kommt der mit, um die Mob zu besiegen. Welcher war das nochmal? Das warst du nicht. Oder du warst doch im ja, genau, in dem Sumpf. Da müssen wir auch nochmal hin heute. Oder irgendwann im nächsten Part. So, da muss ich erstmal die Mission annehmen. Das ist der dämliche Lindwurm, den wir versucht haben in dem Part. Ist das der hier? Genau. So. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir den weghauen können. Fragezeichen. Ich hoffe zumindest irgendwie mal, dass das was wird. Und meine Lieblingsfallen sind wieder da. Nice. Richtig gut. Was machst du da hinten, Pinelo? Lass es viel in Ruhe. Du kannst da eh nichts gegen ausrichten. So, mal. Da lang muss ich, okay. Halt mal an der gleichen Stelle nicht schon mal ein Monster gehabt, eigentlich. So, hi. Ah, das. Ich hab den, glaube ich, schon mal probiert. Und gegen den hatte ich absolut keine Chance gehabt. War das nicht so? Der ist doch gerade. Also, gerade ist er voll okay. Betont auf gerade. Ich meine, ich sterbe zwar ein bisschen, aber. So, von den Schadenswerten her ist der voll okay. Schmelker. Okay. Den sollten wir hinkriegen. Jetzt vor allem, wenn ich hier ein paar Mystics mache, sollten wir den definitiv hinbekommen. Da sehe ich eigentlich kein Problem dahinter, ganz ehrlich. Dass wir wenigstens heute noch irgendein Erfolgserlebnis haben. Das wäre sehr schön. Ja, das habe ich auch im Gefühl, Pinelo. Und ja, den Lindwurm, ich war mir auch sicher, als ich den dann gesehen habe, dass ich ihn auch schon mal irgendwann probiert habe in einem Part und da auch gegen den nicht klar kam. Aber das habe ich halt davor nicht mehr wirklich gewusst gehabt und deswegen, scheiße. Ich habe jetzt mich voll verdrückt gehabt einmal. Ich hatte euch was da stehen, aber egal. Ja. Jedenfalls glaube ich, dass ich den schon mal probiert gehabt habe, aber ja, dass halt nichts wirklich gegen den war. Oh Gott, mein ganzes Team ist tot. Super. Warte mal, dann wechseln wir aus, dass ich eine Chance habe. So, los, bring ihn ganz schnell um. Das kriegt ihr doch hin, Leute. Das kriegt ihr doch hin. Scheiße. Ja, das ist halt jetzt nicht so geil gerade. Nee, komm, du gehst raus. Was belebst du denn ihn wieder? Belebt doch Pinelo wieder, dass die heilen kann. Den kriegen wir hin! Ja, definitiv kriegen wir den hin, ich seh's! Manchmal kann ich mich einfach nur hauen. Der ist aber machbar. Komm, den kriegen wir jetzt in dem Versuch jetzt definitiv hin. Das war jetzt einfach nur dumm, weil mein ganzes Team gestorben ist und ich. Och Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Warum ist das Spiel gemein zu mir? Warum ist das Spiel so gemein zu mir? Sag mir das Item auf. Ein Steinchen. Das ist eine Kiste. Nehmen Sie mit.
Och, Mano, ich darf einfach heute kein Erfolgserlebnis haben, wie so ein Gefühl. Das Spiel erlaubt es einfach nicht, dass ich heute auch noch irgendwie anderen ein Erfolgserlebnis habe. Das Spiel denkt sich so, nee, darfst du nicht. Geben wir dir nicht. Ist tabu für heute. So, wisst ihr was? Dann würde ich sagen, buffen wir es mal ein bisschen. Erstmal mache ich, Vitra, um alle ein bisschen zu heilen, weil alle ein bisschen Schaden haben. So. Sehr gut. Dann machst du, ich weiß, Magie. Zeitmagie. Hast auf Bahn. So, Penelo. Mach nicht Perseus. Wo ist ein Protest? Das ist Protest. Magieabwehr. Rotes. Dann machst du nochmal. Hast auf dich selbst. So. Penelo macht Rotes auf dich selbst. So. Und du machst Protes auf Ash. So. Und Ash macht Hast auf Penelo. Und mit diesen ganzen Buffs probieren wir jetzt nochmal, würde ich sagen. Let's go. Ich hätte vielleicht auch noch Wallung machen müssen. Genau deswegen. Genau deswegen. Ich bin so dumm. Warum mache ich es nicht? Warum mache ich nicht Wallung? Ich Depp. Ich dummer, hässlicher, gottverdammter Depp. Wie kann man so blöd sein wie ich? Och, halt die Schnauze. Mann. Hier, du kannst bitte Bashir überleben, dankeschön. Und jetzt bring den bitte um. Bitte, das kriegt ihr hin, los. Der hat doch kaum mehr was. Der hat doch kaum mehr was, das kriegen wir hin. Ich habe so ein Blut. Ah. Wer A sagt, muss auch B sagen, Ball 4. So, Schwertertanz. Ha! Ja! Ich habe einfach absolut kein gutes Gefühl mehr bei dem Kampf jetzt hier. Todesfraktur, das ist doch sehr schön. Ah ja. Mal gucken, was das wird gegen den. So, dann. Nein, machen wir halt nix. Ich habe echt keine Ahnung, wie man da so schnell reagieren soll. Mann, ey. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, er hat nicht mal annähernd Schaden durchbekommen. Sehr gut. So, nein. Och, Mann, mach nicht Bash wieder. So, du raus, du rein. So. Los, bring ihn um, Bahn, das kriegst du hin. Und statt Bash hole ich Ash jetzt wieder rein. Nein, nicht Penelo, ganz böse, nicht Penelo umbringen, nicht Penelo umbringen. Okay. Gut. Machen wir das so. Falsch. Falsche Richtung. Phönixfeder.
Wo ich vorhin schon auf ein Latenzbrett geredet habe, vielleicht geht da jetzt hier noch ein bisschen was. Kann ich hier irgendwo eventuell die TP erhöhen oder so in Richtung? Habe ich hier noch irgendwelche krassen Sachen? Vielleicht Ninja-Schwert-Lizenz? Habe ich vielleicht ein paar bessere Waffen für ihn oder so mit den Ninja-Schwertern? Ich habe doch keine Ahnung. Vielleicht noch bessere Ausrüstung irgendwo. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Oh, was denn für Magie bei ihm? Er hat keine Magie. So, bei dir irgendwas sinnvoll, dass das ja möglich ist. Ich weiß es nicht. Ich könnte diese Bestie lernen. Wir haben ja die ganzen Ausrüstungsgegenstände auch nicht. Hier haben wir was irgendwas zum Ausrüsten, was wir hätten. Keine Ahnung, was besser für ihn wäre, einfach mal machen. Oh, verdammt. Nein, das wollte ich nicht. Ich will wechseln. Habe ich hier noch irgendwas, was ich dir beibringen kann, mein Guter? Hm, warum nicht? Klingt doch halbwegs sinnvoll. So, hast du irgendwas? Bei dir ist halt... TP ganz wichtig. 35 dafür. Dann haben wir einfach mal... neue Gambit-Zeilen. Brauche ich eigentlich bei ihr nicht wirklich. Ganz ehrlich. So, ein bisschen neue Accessoires, die sie eventuell ausrüsten kann und die ihr helfen. Nächster. So, Magie erzielt größere Wirkung, ist bei dir mal ganz sinnvoll. Aber ansonsten... Perseus können wir lernen bei ihm, das ist doch geil. Das könnte mir eventuell sogar ein bisschen helfen in manchen Kämpfen. Wenn er auch, wenn er auch was dagegen hätte. Puh, das ist ganz spannend eigentlich. Ich bringe es einfach mal bei, würde ich sagen. So, mehr Felder freischalten, eventuell ist aber Sinnvolles dabei. Ach ja. Ich habe die ganzen Waffen irgendwie kaum. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwelche Waffenhändler ausgelassen habe oder so. Aber gefühlt habe ich einfach keine Waffen in diesem Spiel. Ausrüstungsgegenstände allgemein. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie ganz komisch in dem Spiel. Also entweder habe ich ja wirklich irgendwie Läden übersehen oder so. Oder, keine Ahnung. Das ist bei dir eigentlich nicht wirklich sinnvoll. So konfus. Was haben wir hier noch? Immer sinnvoll bei Palpinelo. Okay, mehr haben wir da auch nicht. Irgendwas für 40 noch. Einfach, dass ich die Punkte loswerde. Gut. Und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwelche bessere Ausrüstung habe. Eventuell ausrüsten waren. Ja, die Reflex-Rüstung halt mal wieder. Ja, stimmt. Würde dann der... Ist das ein Zauber, den das Vieh auswirkt? Oder ausführt? Ist das ein Zauber? Würde der dann reflektiert werden? Ich weiß das nicht. Wo bin ich eigentlich gerade? Ist es ein Zauber oder ist es irgendeine Fähigkeit, die das Vieh macht? Ich weiß es nicht. So, ich mache jetzt mal ganz kurz meine ganzen Buffs und so drauf. Kurzer Schnitt. So, nächster Versuch. Diesmal habe ich auch ein bisschen meine Lizenzpunkte anders verteilt, weil dadurch, dass ich gestorben bin, sind die ja wieder weg gewesen. Und deswegen habe ich die alle nochmal anders verteilt. Und jetzt hat jetzt zum Beispiel auch Ash ein paar mehr Lebenspunkte. Und sie bräuchte noch ein paar Lizenzpunkte, dann kann sie eine bessere Rüstung tragen. Nämlich die, den Platin-Kyras, glaube ich, den ich sogar habe. Und dann hat sie diese dumme Reflex-Rüstung auch nicht mehr, zum Beispiel. Und, ja. We can win this. Das ist, glaube ich, erst, wenn du es mir zeigst, Penelo, dass wir es gewinnen können.
Das glaube ich erst, wenn du es mir zeigst, dass wir es gewinnen können. Weil bisher sehe ich den Sinn darin nicht so wirklich, oder dass es wirklich funktioniert. Das ist mir gerade ein bisschen fremd, dass wir wirklich gewinnen könnten. Aber okay. Mal gucken. So. Jetzt habe ich... Ach, egal. Ich glaube eh, dass wir ihm kaum Schaden zufügen werden mit den ganzen Zeug. Wir werden wahrscheinlich eh wieder keine richtige Dings hinkriegen. Oh, nicht rote Hydra, Mann. Penelo hatte unten sogar ein Zweierdings stehen. Ich habe einfach auf Mistpur gedrückt, weil ich gehofft habe, da kommt irgendwas Besseres raus. Aber es war die Hoffnung. Jetzt habe ich hier... Ja, nur Stufe 1 Dinger hier. Super, das wird bestimmt mega viel Schaden machen. Wird den ultimativen Schaden des Jahrhunderts anrichten. Ich drücke jetzt einfach auf alles, was ich finde und hoffe, dass es irgendwie Schaden macht oder so. Keine Ahnung. Es kommt ja eh am Ende auf die Fusionstechnik da an. Hier nur Seelenmarterer. Ja, ich komme jetzt auf nichts Ordentliches mehr hier scheinbar. Super. Ich traue mich auch gar nichts anderes mehr zu machen. Einfach, weil... Oh Gott, auch immer es geschafft. Weil, ja, die Zeit halt so knapp ist. Aber die ganzen Stufe 1 Dinger bringen einfach nichts. Das ist alles hier... Alle Zeit verschwindet. Aber Mistpool, scheiße. Aber ich hab's nicht mehr gekriegt. So, ist Kataklase. Das ist, glaube ich, nix. Das ist einfach absolut nix. Ich hab's nicht mehr im Kopf, wie stark die ganzen Dinger waren. Aber Kataklase war, glaube ich, nicht wirklich stark. Cool. Aber guck mal, das Valum wirkt, weil wir jetzt alle kaum mehr Schaden genommen haben. Guck mal einer an, krass. Valum hat also wirklich gewirkt. Super. So. Dann bringt das Vieh jetzt bitte um. So, und du machst ganz schnell eine Phönixfeder auf Penelo. Oder auch nicht. Ist mir egal. Dann gehen wir jetzt zur anderen Gruppe. Die macht ihre Mist-Hex. Dann müsste das Vieh besiegt sein. Hoffe ich zumindest. So, bevor er jetzt irgendwas macht. Mist-Hex, Trainingsmeteor-Attacke. So, Todeshauch. Mal gucken. Ich hoffe, dass das irgendwie was wird jetzt. Ich habe gerade Hoffnung, aber... Wie ich das Spiel kenne, wird die Hoffnung sehr schnell zerstört werden. Wie ich das Spiel kenne. Ach man, ich würde nur einmal ein Erfolgserlebnis in diesem Part haben. Und wenn der gleich tot wäre, wäre das definitiv da. Tremble! Wenn du meinst... So, Mistpool, aber Mistpool. Oh Gott, ich hab auch was man gekriegt. Ich hab mich verdrückt schon wieder. Man ist einfach zu voll unter Stress und verdrückt sich dabei halt. Das ist einfach Fakt. Man bekommt halt in-game auch gefühlt keine Erklärung zu den Mist-Sachen halt. Oder das ist so lange her, dass ich nicht mehr weiß. Oder das steht nur irgendwo in irgendeinem Tutorium, was man halt selbst irgendwo im Menü finden muss oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das Spiel selbst sagt einem eigentlich nichts zu den ganzen Mist-Tags, oder? Oder hatten wir da zu Beginn was vergessen oder gar nicht gelesen oder so? Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich anders bei der PS2-Version damals alles in der wunderschönen Bedienungsanleitung drin. Und nein! Deswegen... Ist das in der Version quasi raus? Aber ich habe die PS2-Version. Ich könnte in die Bedingungsladung reingucken, ob da irgendwas drin steht. So, Blitzentladung. Das wird vielleicht besser als Kataklase, wenn es mich nicht täuscht. Ich habe die PS2-Version hier im Schrank drin stehen und könnte dadurch die Beschreibung durchblättern. So ist er jetzt tot. Bitte sag, er ist tot. Dankeschön. Oh Gott, ey, das war ein Abenteuer. Gut. Ich hoffe, ihr schaltet den nächsten Part von Final Fantasy 12 wieder ein. Ich gehe jetzt jedenfalls speichern. Im nächsten Part werden wir dann mal, keine Ahnung, zum Fohnhochland gehen. Ja, vielleicht zur Fohnküste. Den Schlüssel dort abholen. Und, was wir auch machen werden,
ist zu dem Typen gehen, der uns die Mission aufgegeben hat, wo auch immer der war. Es war heute ein sehr, sehr, sehr anstrengender Part, kann ich mir vorstellen, zum Zugucken, weil er halt wirklich sehr, tja, doof war irgendwie, aber egal. Bis dann, ciao, euer Bibro, tschüss.